1972, Enciana. Ja. Da steht er. Es war wohl mal ein Postbus. Ich kann aber nur raten, du bist die Lisbeth. Hallo. Ja, ich bin die Lisbeth. Hallo. Und du bist? Ich bin der Sven. Du bist der Sven. Ja. Okay, wir sind hier. In welchem sind wir, Kanton? Hier sind wir im Kanton Bern. Und wir kommen aus dem Kanton Zürich. So, morgen wird hier alles voller Busse sein. Wenn ich mich mal langsam hier umdrehe, das Panorama, gut, du kennst das Panorama, du bist ja auch Schweizerin, aber ich sag mal, wir... Da, wo die Gleitschirme runterkommen, da oben ist der Beatenberg. Ist der schön? Du warst schon mal oben? Nee. Nein, aber wir haben unter... Und da oben sieht man ein Türmlihaus. Ja. Das ist ein Hotel und das ist der Harder. Da sieht man ganz weit über alles. Stark. Also ich bin ja in Bern, war ich ja im letzten Jahr auf der ganz großen Expo. Da habt ihr ja so eine Campingmesse, die wurde ja abgesagt. Ja. Am Freitag wurde sie zugemacht, aber das hat euch nicht gestört, denn euer Auto, ihr habt schon lange? Ja, wir haben diese Enciana 26 Jahre und wir haben immer wieder was Neues gemacht. Aber vielleicht erzählt mein Mann dann dasselbe. Genau, der ist nämlich dort hinten, der raucht nochmal schnell einer. Aber das ist natürlich witzig, diese Enciana. Ja. Wollte ich meinem Mann zum 50. schenken. Warte, ich zeig's mal da, hier wieder. Ja. Und? Und hab das im wie heißt das, Kulturverein? Mhm. In Grindelwald angefordert, dann haben die gesagt, das ist geschützt, die bekommen sie nicht. Dann habe ich das Köpfchen eingeschaltet, ich habe eine Freundin in Grindelwald, die hat mir das fotografiert und dann haben wir das selbst gemacht. Aha. So, da vorne ist wahrscheinlich die Original-Postnummer drauf, oder? Ja, ja. Die haben wir. Die haben wir von irgendjemandem geschenkt bekommen. Keine Ahnung. Stark. So, ihr habt jetzt eine Schweizer Nummer drauf. Ihr seid jetzt nur auf Treffen, auf Wohnbus-Treffen oder seid ihr auch unterwegs mit dem Bus viel? Wir waren 16, 17 Jahre in Griechenland unterwegs. In Griechenland? Alle Jahre, 1 bis 2 Mal. Ja, mit der Fähre. Ihr habt diesen Bus mitgenommen nach Griechenland? Ja. Und wart in Griechenland? Ja. Überall. Auf Korfu. Mit der Fähre von Venedig nach Griechenland. Camping an Bord. Oben sind diese Fähren wie Luxusliner. Okay. Und 35 Stunden. Wie ist dein Vorname? Paul. Paul. Ja, Paul ja. Und Lisbeth. Ja. So, da steht sie, deine Frau, wie ja, sie jetzt da ist. Das heißt, ihr seid seit 24 Jahren waren es, gell? Ja, ja. Seit 24 Jahren seid ihr mit dem Bus unterwegs? Ja. 26. 26. Ach, egal, ist ja. Egal. Der Bus ist wunderschön. Ihr habt sogar einen ganz großen Kaminofen drin. Ja, also, oh ja, ich sag Kaminofen, das ist, sag du das. Er hat ihn selbst gebaut. Ja, du hast ihn komplett selber gebaut. Ja, das ist ein Speckstein vom Piz Calmot, vom Oberalppass. Und da haben wir ihn zuschneiden lassen und da haben wir ihn eingebaut. Und auch die Küchenabdeckung, alles ist dieser Speckstein. So, ich zeige mal gerade hier vorne, der ist mal gefahren, Bahnhof Pfingststeckbahn. Pfingsteckbahn, Gletscherschlucht. Bahnhof. So, das war die Strecke. Grindelwald. Das war Grindelwald. Da hat er, ist ja von Grindelwald. Da hat er die erste 1 Million Kilometer gemacht. Und jetzt hat er 1.300.000 drauf. Hat 1.300.000? Ja. Ja, da brauchen wir über Nachhaltigkeit ja nicht zu reden, nein, oder? Nein, natürlich nicht. Das ist ein Saurer. Warte, ich zeig's mal gerade. Hier vorne habe ich es gelesen, Saurer. Ja. Ich kenne die Marke gar nicht. Nein, das ist ein Saurerbus. Ist das ein Schweizer Bus? Ja, ja. In Arbon wurde der gebaut. Also das Chassis und der Motor. Der Tischer hat dann die Karosserie gemacht. Die Sauer wurde dann später von der Mercedes aufgekauft. Wahnsinn. Ja. Okay, das heißt, du fährst einen Bus, den es eigentlich gar nicht mehr gibt, die Firma, oder? Nein, die gibt es nicht mehr, diese Firma, nein. Und da muss ich noch sehr betonen, ich fahre diesen Bus auch. Du fährst ihn auch? Ja. Du hast auch einen LKW-Führerschein? Nein, wir brauchen keinen LKW in der Schweiz. Als wir das Billett machten, dazumals war das C1. Ja. Aber vor 4 Jahren hat unsere Tochter dieses Billett gemacht, das gibt es nicht mehr, da muss man LKW ausleihen. Das ist ein LKW jetzt machen? Ja, ja. Okay. Wir haben Besitzstandbewahrung. Ich habe auch einen C1, das heißt, der ist unter 7,5 Tonnen, oder? Ja, der ist 10,5 Tonnen. Ja. Der ist 10,5 Tonnen. Weil wir es vorher gemacht haben, dürfen wir ihn noch fahren. Ihr seht noch so jung aus, das verstehe ich gar nicht. Ja, mit 74, oder? Ich komme mal mit, warte. Das müssen Sie oben drücken, vielleicht.
ein bisschen in die Wiese. Bisschen in die Wiese, das ja. Das ist unser Schmuckstück. Das ist der Postillon vom Gotthard. Warte, ich zeig's mal gerade. Hier vorne ist es. Der Postillon vom Gotthard. Ja. Und der ist so über den Pass früher gefahren, oder? Ja, genau. Und da hinter dieser Scheibe ist eben die Dusche und da hatte es auch so Bretter wie hier, die waren noch, da ist mal nass geworden und die waren noch weniger schön. Und dann haben wir das draufgezogen. Ja, und ist jetzt wieder gut? Ja, ja, natürlich. Ich zeig mal gerade, dort hinten habt ihr euer kleines, aber feines Eckchen, wo ihr ganz eure Ruhe habt. Das heißt, ihr habt euch ganz nach außen gestellt, die Aussicht ist unverbaut quasi. Ja. Wir waren die Ersten, die hier waren und morgen kommen unsere besten Freunde von da und dann haben wir auch keine Aussicht. Ach, das ist der Grund, warum da vorne die Stühle noch stehen, gell? Ja. Ihr habt die reserviert? Ja, wir haben reserviert. Wie im Prinzip die Handtücher im Hotel, im Urlaub? Ja, unerlaubt. Unerlaubt. Ihr seid aus Zürich? Ja, nein. Nein. Also Agglomeration Zürich. Aus der Agglomeration. Das ist so der Großkreis Zürich, kann man das sagen? Ja, ja, Großkreis. Okay. Dort hinten hat es eine Tür. Ja. Da hat es eine Tür, ich glaub's ja nicht, ja. Das ist ja Wahnsinn. Warte, ich zeig's mal gerade das ganze Heck. Da kommt ihr her. Aber dafür sind sie hier. Warte mal kurz, dein süßer Hund, der da ist. Name vom Hund? Mira. Die Mira. Die interessieren die Mäuse viel mehr als sie. Die Mäuse. Ihr habt den Hund seit einem halben Jahr, gell? Ja, wir haben erst ein halbes Jahr. Quasi ein Gebrauchthund. Jawohl. Und was hat er gelaufen? Ein Scheidungshund. Was? Entscheidungshund. Ja. Und was hat er gelaufen, der Hund? Gelaufen. Ja, die Laufleistung. Das war ein Scherz. Ja, keine Million. Hat keine Million. Das ist ja ein schönes Bänkli, was ihr hier habt, wie ihr hier sitzt. Und ich finde das genial. Da hinten ist Gas oder was hast du drin? Da drin ist das Gas und da sind 450 Liter Wasser dabei, dass man problemlos 10 Tage irgendwo liegen kann. Und das Gas, was ist da drin? Wie viele Flaschen hast du? Zwei. Zwei, okay. Zweimal 11 Kilo, oder? Ja. Ja. Okay, klasse. Da vorne hat es denn hier, da das ist euer Schlafzimmer, darf ich mal reingucken? Ja, ja. Kurz mal hochheben, mal lüften, da gucken wir gleich mal rein von innen. Denn, das ist ja genial, du kannst die Tür dann aufmachen, wenn keine Stechmücken da sind, oder? Ja, natürlich. Ja, und vor allem, wenn es heiß ist, kann man durchlüften, vorne und hinten alles aufmachen, dann geht die Hitze raus. Was ist das? Der Veloträger. Das ist der Veloträger? Ja, ja, gehört auch dazu. Für die Fahrräder? Ja. Ich muss das mal ein bisschen übersetzen. Velos. Ich wohne ja in Frankreich. Nicht bekannt. Ja, Fahrrad. Fahrrad. Auch. Genau, da ist es das Fahrrad. Aber ich gehe mal gerade ein Stück zurück, dass man den Bus mal gerade komplett sieht. Ja. Denn der ist schon ziemlich lang. Was hat der für eine Länge? 10,50. 10,50 Meter. Ja. Geht eigentlich, oder? Ja, ja. Und das Starke ist, der hat Stehhöhe, du kannst komplett drin stehen. Ja, ja. Und was vor allem gut ist, der hat einen sehr kurzen Radstand, großen Überhang, ist für die Berge gebaut. Ah, deswegen geht er auch hinten hoch, gell? Ja, ja, damit man nicht anhängt, wenn man die Kurven aufschwenkt. Sag mal, wenn ihr damit, die Nudeln, so, wenn ihr damit unterwegs seid, das schafft Aufsehen, oder? Wenn man mit so einem Bus unterwegs ist. Vor allem an den Haltestellen für die offiziellen Busse. Ja. Da stehen dann die Leute und bekommen Vorschauen. Was, der fährt einfach vorbei. Frechheit. Wenn sie auf den Kursbus warten, oder? Boah, ist das schön. Aber das Schönste ist gleich. Ja, das Schönste ist auch noch die Maschine. Zeig mal bitte. Ist sie vorne? Nein, da gleich der Unterflurmotor. 6 Zylinder, 12 Liter. Okay, das heißt, der ist für die Ewigkeit? Der ist für die Ewigkeit gebaut. Boah! Der liegt da unten. Das heißt, der Schwerpunkt ist so tief, da kann, ja, nichts, ja, der kann nicht kippen. Nichts passieren, nein, nein. Bringt 32 PS bei 2300 Touren Maximum. Nochmal, wie viel PS? 230. 230 PS. Okay, klasse. Und er säuft oder geht's? Diesel? Nein, der säuft nicht so viel. Ja. 10 Liter für mich, 10 Liter für meine Frau und 10 Liter für den Hund. Das geht doch, oder? Ja, fahren Sie mal mit 10 Liter durch die Gegend. Nein, er braucht 30 Liter. 30 Liter. Ist das genial, das Teil. Schön. Ja, ja. So, und das da ist der Auspuff, oder? Das Rohr. Ja. Oder ist das die Luftansaugung? Luftansaugung ist da hinten.
Da ist der Auspuff. Ja, der große Becher ist die Luftansaugung und unten ist der Auspuff, ja. Das ist die Luftansaugung und da ist der Auspuff. Das heißt, der hat 12 Liter Hubraum. Ja. Der fährt jetzt noch eine Million, oder? Ja, ja, das ist kein Problem. Das ist ein Langsamläufer und man überbeansprucht ihn nicht, oder? So, man muss ja sagen, ihr fahrt ja jetzt auch nicht mit 60 Leuten rum, nein, sondern... Nein. Mit was war der zugelassen damals an Personen? Damals war er mit 60 zugelassen, 60. Ja, so plus minus, ja. Toll. So, innen, du hast alles selber ausgebaut? Ja. Du bist Schreiner oder was machst du im Wohnen? Nein, ich war Primarlehrer. Also Unterstufenlehrer. Oder ja. Wie sagt man eben im Deutschen, weiß ich es auch nicht. Okay. Genau. Ja. Gymnasiallehrer oder was war's? Nein, Primarlehrer. Okay. Das sind, Lehrer halt. Vierte bis sechste Klasse. Okay. Ja, und es macht einfach Spaß, sowas zu haben, oder? Absolut. Das ist toll. So, und du bist wahrscheinlich auch auf jedem Treffen, oder? Ja, da sind wir jedes Jahr dabei, gehört dazu. Es gibt ein Treffen oder mehrere Treffen? Eins. Ja. Und diese Treffen, die sind ja kein Club, sondern man weiß es einfach. Aha. Unter wohnbus.ch, da findet man die Angaben, da kann man sich anmelden und bezahlt eine kleine Gebühr, 50 Franken bezahlen wir, Administrationsgebühr. Das ist doch fair, oder? Ja, unheimlich fair. So, und da unten ist die Trittstufe, die ist mechanisch, die geht, die Tür geht von Hand zu oder mit Luftdruck? Mit Luftdruck. Mit Luftdruck. Ja. Gut, jetzt hat er keine Luft. Und die fährt automatisch rein, sobald du zumachst. Das drück. So. Cool. Das ist der Originalsitz, der drin war? Ja, aber richtig. Am Bremssee. Wow. Der hat für die damalige Zeit sehr modern einen Drehmomentwandler, also keine Kupplung, nur Gas und Bremse und Planetengetriebe. Baujahr von dem Bus nochmal? Baujahr? 72. 72. Und dort links, das ist der Schalthebel, der ganz kleine dort, der schwarze. Ja. Der geht noch? Ja, der wird pneumatisch geschaltet mit Luftdruck. Also ich zeig das mal, das ist ja Wahnsinn. Das heißt, du hast ein automatisches Getriebe quasi, halbautomatisch. Vorwahlgetriebe. Ja. Vorwahlgetriebe. So, und das ist dein Tacho? Ja. Und wie schnell läuft er? 90. 90. Aber wir fahren ihn nur 80. Weil beim Diesel ist es so, die letzten 10 Kilometer, das säuft er wie eine Kuh. Ja, das kann ich absolut bestätigen. Und wenn man ein bisschen langsamer fährt, dann braucht er ein bisschen weniger. So, man merkt, dass man in der Schweiz ist, hier diese Drähte, die hier drin sind, in der Scheibe. Ja. Sind das Heizdrähte? Die Heizdrähte, ja. Warte, ich zeig das mal gerade hier an der Seite. Das heißt, die Scheibe ist doppelt? Die ist doppelt und wird elektrisch beheizt. Damit es auch im Winter gut ist, oder? Denn in der Schweiz war es mal sehr kalt, oder? Früher? Ja, früher war das so. So, das hier ist die Heizung oder eine Heizung? Ja. Die geht noch? Ja, ja, die funktioniert alles. Ja. So, und das hier vorne, was ist das für ein Hebel hier? Der hier? Das ist die Staudruckbremse. Okay. Staudruck, das heißt eine Motorbremse, oder? Ja, Motorbremse, ja. Da wird einfach der Auspuff zugemacht und dann können die Abgase nicht mehr raus und dann bremst er. Ist das wesentlich? Der bremst gut an? Ja, ja, die brauchen wir vor allem. So, und da vorne ist der Hauptschalter. Guck mal hier den Hauptschalter. Ja. Der ist wie bei einer Lok. Ja. Da vorne dein Radio. Das Radio ist ja wohl phänomenal, was hier drin ist. Ja, das ist auch uralt. Aber es funktioniert noch. Das glaube ich dir. So, ich guck mal gerade ganz kurz. Tischer hat den gebaut. Ja. Wenn man hier durchguckt, von vorn nach hinten, glaubt man nicht, dass der nur 10,50 Meter ist. Es wirkt viel länger. Ja, ja. Wahnsinn. So, dann warte mal. Typenschein vom Tischer. Warte mal, das zeige ich mal gerade. Das ist der Tischer. Der Aufbau ist vom Tischer. Den gibt es auch heute noch. Den Tischer gibt es noch. Also habt ihr gut gebaut. Ja. Ist ja auch blöd für die, wenn die Autos bauen, die ewig halten. Ja, oder? Das ist das Problem. Ist klar. So, und deine Frau, die sitzt hier, oder? Ja. Oder sie fährt und dann sitze ich hier. Gurte oder so braucht ihr nicht? Nein. Gut, wer braucht schon Gurte? Du kannst ja fahren, oder? Ja, ja. Außerdem, man fährt ja auch langsam, oder?
Ja, normalerweise schon. Den besten, da passt man halt auf. Saurer. Steht auch hier drauf. Wir müssen mal reingehen, denn ihr habt das so schön gemacht mit den Gardinen hier. Ja. Aber ihr habt ein zweites Radio, das ist ein bisschen jünger wie das erste. Ja, hier habt ihr Wasser. Ja. Da vorne ist Wasser zum... Das ist das Abwasser. Abwasser. Okay, zum Entsorgen. Abwasser, danke dir. So, das ist die Bordelektrik. Ich zeige es mal gerade. Ganz rudimentär, denn ihr kocht ja mit Gas. Ihr habt einen richtig großen Ariston-Herd. Für den Herd waren wir eine Woche. Eine Woche? Eine Woche in Frankreich unterwegs, bis wir das gefunden hatten, was wir wollten. Das ist der Hammer. Mit Grill. Da kann man auch grillieren im Backofen. Das ist eben noch schwierig. Ich finde das genial, diese kleinen Schalterchen hier dran. Die haben so richtig Stil. Ich wohne ja in Frankreich. Das gibt es ja heute nicht mehr sowas, oder? Keine Ahnung. Der Basilikum, der kommt seit 26 Jahren immer mit. Wir wurden schon mal interviewt, da wurde das speziell erwähnt. Natürlich jedes Jahr einen neuen. So, du machst gerade Nudelsuppe? Na, was machst du? Nein, nicht Nudelsuppe. Nudeln, die werden später in Butter noch ein bisschen gebraten. Ich krieg Hunger. Dann gibt es Lammnierstück. Warte mal kurz, zeig mal bitte. Das ist ein Lammnierstück, ist das? Ja, Lammnierstück. Ist das Filet oder was ist das? Ja. Nierstück ist nicht Filet. Irgendwas. Aber es ist genauso gut. Nein. Ja. So, ein bisschen dann, weiter unten. Ist warte, ich zeig mal gerade deine ganze Küche. Wenn du mal gerade einen Schritt zurückgehst, bitte sei mal so lieb, Lisbeth, dass ich das mal kurz mal zeige. Wie schön geräumig das ist und wie viel Licht du hast hier drin. Kannst du doch hier einen Knopf machen. Ah ja, einen großen Kühlschrank haben wir auch. Ein Kühlschrank? Warte, ich zeig mal gerade. Das ist der Le Gruyère. Der ist wahrscheinlich für Fondue, oder? Nein, für die Nudeln, über die Nudeln. Ach, ihr macht Käse überall rein, oder? Ja, mein Mann muss überall Käse haben. Gut, gut, ihr seid ja auch Schweizer. Sag mal, dieses Pharma-Bier, das sehe ich überall. Das ist hier auch bei den Kollegen. Das ist von der Landi. Genau. Und da haben wir noch ein Gefrierfach, obwohl alles voller Fleisch. Du siehst, wir sind keine Vegetarier. Wahrlich nicht, ja. So, dann hast du hier ein Gewürzregal. Und ich muss also sehr betonen, alles hat mein Mann selbst gemacht. Ich habe selbstverständlich geholfen, aber jede Schublade, alles ist selbst gemacht. Die gehen noch weiter raus, die Schubladen? Die geht noch weiter raus, ja. Sie wird immer schwerer. Wird immer schwerer. Vorrat. Ah, bitte mal zeigen, da ist der Schweizer Röstli. Richtig. Ihr Schweizer macht das ja immer von Hand, immer selber, richtig, ja, wie man sieht? Ja, aber in den Ferien im Bus nicht. Okay, einverstanden. Da ist jetzt hier der Schnaps drin. Ist es hier das Schnapsregal? Oder ist das? Auch. Aber auch Öle? Oder also was Olivenöl, Apfelbalsamico, Schnaps. Alles, wenn du mir gerade mal so einen Schnaps mal zeigst. Was ist dein Lieblingsschnaps? Mein Lieblingsschnaps. Selbstgemacht, ja. Da ist er, Williams. Ich liebe diesen mit Laserdrucker ausgedruckten Etikett, der da ist, von Hand draufgeschrieben. Und das ist Nein, das ist meine Weinkeller. Warte, der Weinkeller. Warte mal kurz. Ach du hast eine eigene Schublade nur für Wein. Natürlich, das muss ja sein. Wenn wir so lange am gleichen Ort bleiben, dann muss man ja etwas dabei haben. Immer wohl. Ja gut, ihr habt ja immer Freunde und das Wichtigste ist, wenn die eine Flasche ja gut schmeckt, ja, dann darf man ja nicht keine Flasche mehr haben. Da muss man schon eine zweite haben, oder? Genau. So, wenn du mal eine rausnimmst zum Beispiel. Aber den musst du mit Joghurt usen. So, der gute Chenet. Kommt ja aus Frankreich. Da ist das. Ja, gut, ist es bei uns ist das quasi ganz normales Leitungswasser. Das trinkt man jeden Tag. Ja, warte mal kurz, jetzt ist scharf, stark. Und du nimmst den auch zum Kochen, den Rotwein schon mal? Ja, natürlich, wenn es sein muss. Die Besteckschublade. Besteck, Geschirr. Und ihr habt auch eine Sicherung, dass es nicht rauskommt, gell, wenn der Fahrer. Ja, 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 ja. Da. Alles schön eingeräumt. Alles da, alles da. Ganze Wohnung mit dabei. Ach, Lisbeth. Du machst mich so glücklich. Super. Nee, das ist schon toll. Ah, die Knabbersachen. Guck mal hier, Öltje. Ja, aber die Süßigkeiten habe ich vergessen, aber es macht nichts. Wir essen praktisch keine. Sag mal hier, das ist echter Naturstein, was ihr da habt, oder? Ja, eben, das ist der Speckstein vom Pizgalmott vom Oberalpass im Bündnerland. So, und du kannst das Ganze noch entsprechend vergrößern, indem du das hochklappst.
Ja, das ist dann die. Ist schwer, oder? Ja, das ist sehr schwer. Der ist auch, ist ein Original-Speckstein. Ja, ja. Gut, man braucht hier auf Gewicht nicht zu achten. Das spielt ja keine Rolle. Ja, wir haben keine Probleme. So, dann guck mal hier der Ofen. Sag mal, das ist ja crazy. Du hast einen Kamin hast du hier drin, einen offenen. Ja, und den haben wir selber geplant und zuschneiden lassen, aber das Stahlgerüst drin habe ich selber geschweißt. Selber geschweißt? Ja, ja. Okay. Wie man das so macht zu Hause. Ja, so, der Edelstahlkamin, da kommt aber nicht der Schornsteinfeger und macht den sauber, oder? Nein, nein, das ist nicht notwendig. Das braucht man nicht. Nein. Warte, ich zeige mal gerade hier kurz mal oben durch, dass man das sieht. Ah, man sieht es leider nicht, aber ist nicht schlimm. Da oben ist der Schornstein. Ja, da drauf ist, der funktioniert gut? Ja, ja, super. Von unten bekommt er Frischluft und dann zieht er problemlos. Ist wahrscheinlich für die Zeit zwischendurch, oder? Ja, wenn es mal so ein bisschen Herbst hin und so, dann ist man froh darum. Mit dem haben wir da drin problemlos 20 Grad. So, und da? 20 Grad. Und da ist das Holz? Vorrat gehört auch dazu. Das ist jetzt kein Auto, mit dem er jetzt in Skiurlaub fährt, oder? Nein, weniger. Im Winter ist der stillgelegt. Gut. Früher bis Herbst, da läuft er. Schneeketten und so weiter gab es ja dann auch noch? Gab es schon, aber ich habe keine Lust zum Ketten montieren. Das glaube ich. Vor allem kann man im Winter nicht heizen. So, da vorne hast du einen Durchlauferhitzer oder was ist das hier? Ja, ein Junkers. Ein Gasdurchlauferhitzer. Gasdurchlauferhitzer von der Firma Junkers, ein Deutscher. Und glaube ich, habe ich noch nie gesehen in einem Wohnmobil, Wohnbus. Ja, und das brauchen wir für die Dusche. So, das heißt, ihr könnt duschen, bis der Tank leer ist, oder? Ja, natürlich. Dann füllen wir ihn einfach wieder auf. Probier's mal. Und ist gut? Gut. Kann ich schütten? Ja. Kann ich schütten, hast du gesagt? Ja, okay. Abschütten. Abschütten? Ist das riesig, das hier? Das heißt, du hast eine richtige Emaille, Spülbecken. Ja. Abwasser, wie viel gehen rein? 60 Liter. 60 Liter. 60 Liter. Ja. Muss man halt wieder mal entsorgen, aber das ist kein Problem. Also nochmal, du machst die Nudeln jetzt und da kommt der Käse rein. Also jetzt kommt die Bratpfanne mit Butter. Ja. Da kommen die Nudeln rein. Und dann noch Käse drüber. Ah, okay. Das heißt, das wird in der Pfanne nochmal gebraten? Ja, also nur so. Angebraten, so ein bisschen? So ein bisschen, ja. Und da, was ist da drin? In dem? Das ist für den Hund. Da kommt noch Fleisch rein. Das sind Flocken mit Gemüse. Und jetzt kommt noch Fleisch rein. Und da? Das ist die Salatsoße für uns. Gut, ich habe schon vermutet. Das ist der Salat vom Garten. Wir hatten ja so tolles Wetter. Die Hälfte ist kaputt. Aber die andere Hälfte ist gut. Ja, passt doch. Sehr schön. So, und dann hast du hier, ist zeitgleich auch euer Bad, oder? Also ja, wir putzen hier die Zähne, da in diesem Schützstein. Ja, ist okay, oder? Und Dusche ist da hinten. Dusche ist da hinten, so. Und das ist euer Schlafzimmer? Darf ich mal reingehen? Ja. Guck mal gerade hier. Bitte Fahrausweise bis zum Ende der Fahrt aufbewahren, steht da oben. Ich zeig's mal gerade. Doch, steht oben drüber. Aber du hast ja keinen Fahrausweis dabei, oder? Wenn du fährst. Du hast Reader's Digest. Die habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Die gibt's noch. Ja, die habe ich jetzt aber abbestellt, weil wir lesen es nicht mehr so viel. Nicht mehr so viel. Das ist übrigens die Zusammenfassung von ganz wichtigen Werken, ja, die man dann lesen kann. Das ist schon auch spannend. So, dann habt ihr unten drunter Stauraum. Da sind die Tische. Hier ist jede Menge Platz noch. Das hier ist die Garderobe. Okay, das heißt, ihr habt einen begehbaren Kleiderschrank. Ja, sozusagen. So, und hier, und da ist die Dusche. Ja. Und das alles selber gebaut, komplett. Ja. Unglaublich. Und Frischwasser, wie viel geht da rein? Also wir haben ja 450 Liter. Okay. Und das reicht ziemlich lange. So, und das ist der Zigarettenvorrat? Ja, der wird auch dazu. Einverstanden. Ich mag den Bus, der ist total klasse. Ja, ja. Und der ist so pragmatisch. Ihr habt Solar, habt ihr auf dem Dach? Ja, richtig. 120 Watt. 120 Watt, also dass die Batterie auch nie leer wird. Ja, ja. Und ganz wichtig, Anti-Mücken-Zeugs. Ja, brauchst halt auch mal. So, dann hast du ganz viele Schubladen. Ich vermute mal, dass diese Teile, die hier drin sind, diese Ösen, ist wahrscheinlich der Rausfallschutz, oder? Dass du die verriegeln kannst? Ja, genau. Die Stange durch.
So, komm, wir sind durch. Ja, alles klar. Ich zeige noch ganz kurz nach vorne eure Sitzgruppe, weil die ist ja wohl, allerliebst. Ja, im Moment etwas überstellt, weil das ist noch das große Zelt, das wir mitgenommen haben. Da kommt ein Kollegenbus dazu. Okay. Und ihr trefft euch immer jedes Jahr, oder? Ja, natürlich. Immer beim Großbustreffen. So, und da kann man sitzen mit wie vielen Leuten? 6, 7 Leuten? Acht. Ja, problemlos. Aber wir sind nur drin, wenn es draußen regnet oder kalt ist. Sonst sind wir immer draußen. Ja, stark sind hier die Ablagen. Da sind noch die Hütte drauf. Das ist noch original. Die Ablage ist original. Die war früher drin? Ja, ja. Mit den Haltestangen, mit allem? Alles, ja. Da können Sie Kraftübungen machen. Da, sag mal. Nein, ich kann es nicht. Komm, wir gehen mal raus. Dann sagen wir den Fernsehzuschauern mal tschüss von Elsbeth und Lisbeth. Lisbeth und Paul. Lisbeth und Paul. Lisbeth und Paul. Mira. Und Mira, der tolle Hund. Ja. Lisbeth, ich danke dir herzlich und ich kriege richtig Hunger, wenn ich das höre mit dem Käse und den Nudeln. Aber es ist manchmal so einfach. Man muss nicht immer die Riesensachen machen, auch die. Wobei, das ist ja Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß. Das heißt, das ist ja eigentlich für Kraftnahrung, für Kraftsportler, oder? Nein, also wir essen ja nicht solche Portionen. Kleine. Sonst wären wir ja auch so. So wie ich. So. Ja, wahrscheinlich. So, ich guck mal. Ja. Komm, wir machen mal ein Schlussbild mit dir, denn die Sonne geht langsam unter. Ein letztes Mal. Denn der Enzianer. Wenn ich euch mal fragen darf, wie lange seid ihr schon zusammen? Das weißt du besser als ich. Wir sind 23 Jahre und 4 Monate verheiratet plus 4 Jahre. Plus 4 Jahre, 23 oder 27 Jahre. Ja. 27 Jahre sind wir zusammen. Da hast du aber echt eine tolle Frau, muss ich sagen. Ja, ja, ich habe auch lange auf sie gewartet. Ja. Ich habe auch einen ganz tollen Mann. Nicht zu vergessen. Alles klar. Ich danke euch herzlich. Guck mal auf die Uhr. Heute ist der 19. August 2021. Wir sind auf dem großen Wohnbustreffen in Interlaken im Jahr 21. Danke fürs Einschalten. Ciao. Tschüss. Danke.